Jo, was geht ab, Leute? Senat Gashi hier. Willkommen bei einer neuen Folge Universum TV. Heute mit Freddy Kiewit. Er ist momentan hier bei Universum zu Besuch. Er ist auch ein Boxer. Freddy, erzähl mal den Leuten so ein bisschen was über dich, wo du herkommst, wie lange du boxst, wo du letzten Jahre warst und so. Okay. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Flensburg, Deutschland und habe jetzt die letzten 10 Jahre Flensburg hier. Kannst du bei den Punkten helfen, ja? Ja, Punkte sammeln, Siege gemacht. Und ich habe die letzten 10 Jahre in London gelebt. Dort habe ich geboxt, bin ich Profi geworden, habe Titel gewonnen und jetzt mit der Familie bin ich wieder zurück nach Deutschland gezogen und jetzt hier gerade bei Universum in Hamburg zu Besuch. Wieso bist du nach England gegangen? Wie viele Kämpfe hast du dort gemacht und bei welchen Trainern konntest du dort trainieren? Und wie war dein Eindruck so vom englischen Boxen im Vergleich zum deutschen Boxen, vom Training? Ja, ich bin als Amateur noch rübergegangen. Ziel war natürlich, ich wollte Profi werden. Und natürlich England war so in Europa so das beste Land, wenn es um Boxen geht. Und natürlich hatte ich den Traum, nach England zu gehen, Profiboxer zu werden. Habe ich einfach Sachen gepackt, rübergefahren, rübergeflogen. Und bin dort Profi geworden nach ein paar Amateurkämpfen danach. Ich habe mit 4 verschiedenen Trainern geboxt, 4 verschiedenen Städten auch. Bevor ich auch in London war, war ich noch in einer anderen Stadt, in Südwestengland. Vor 3 Jahren war ich da und habe richtig viele Erfahrungen gesammelt, also vom Boxerischen auch. Denke ich, dass es England ist, auf jeden Fall Europa oder weltweit eins der Top-Länder. Was Boxen angeht und das merkt man auch so, als ich von Deutschland ankam, Technik und was ich da gelernt habe, war second to none, also war echt super gut. Sehr gut. Welcher Gewichtsklasse tretest du denn an und wie viele Kämpfe hast du bis jetzt bestritten denn? Ja, ich boxe immer noch im Weltergewicht und ich habe 20 Profikämpfe jetzt gemacht in England. Was heißt in England? Ich habe die überall auf der Welt eigentlich gemacht, in verschiedenen Ländern. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder in Deutschland mal wieder boxen kann. Wie alt bist du? 30 Jahre. Jung. Dirty 30. Sehr gut, sehr gut. Und was sind so mit dem Boxen deine nächsten Ziele? So kurzfristig bis nächstes Jahr und auch so für die nächsten Jahre Allgemeinziel? Was hast du vor? Willst du hier eine Schule öffnen? Willst du um große Titel kämpfen? Willst du in Amerika, Las Vegas? Ja, also ich sollte eigentlich letztes Jahr in Amerika boxen. Das ist wegen Corona ausgefallen. Ein paar Wochen davor leider. Langfristig auf jeden Fall. Ich will Weltmeister werden. Ich will in die WM boxen. Aber ich möchte auch gerne helfen und eine Schule hier aufmachen. Das wiedergeben, was ich gelernt habe. Und was Besseres draus zu machen für die Leute, die nach uns kommen in dem Sinne. Und Boxen wieder besser machen, wieder hochbringen hier in Deutschland. Sehr gut, sehr gut. Konntest du schon mit ein paar erfolgreichen Boxern Sparring machen in England? Welchen Namen kannst du da so nennen? Ja, viele. Also in England, da gibt es in jedem Gym gibt's echt einen guten Namen. Also ich habe von Richard Comey bis Conor Benn, Ted Cheeseman, you name it. Also echt jeder in meiner Gewichtsklasse oder ein bisschen über mir, unter mir, ja, ging entweder gekämpft oder trainiert. Und deswegen Sparring da ist auch einmal, Sparring ist wie Kämpfen dort. Ja, ja. Weil du kriegst die Qualität. Andere Härte. Die Qualität ist einfach super gut. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Da gibt es nicht links, rechts und so ein Mist, sondern direkt mal die Rechte drauf, ja. Aber so selektiert man aus und so wird man hart und nur die Harten bleiben und der Rest kann gleich nach Hause gehen. In Deutschland sieht man das ja öfters. Da sind Gyms, da sind Leute, boxen 5-6 Jahre, haben noch nie einmal hartes Sparring gemacht. Dann haben die einmal hartes Sparring und hören auf zu boxen. Lieber selektierst du das von Anfang an aus und dann weißt du, wo du stehst, wie du stehst und für was du stehst vor allem. Und du hast vorhin so mit deiner Familie ausgewandert. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ja, genau. Mit meiner Frau, 3 Kinder haben wir. Wow. Und deswegen, guck mal, jetzt ist auch Brexit und sowas. Das macht nochmal Sachen noch mehr komplizierter.
Deswegen sind wir jetzt hier nach Deutschland. Ich habe Familie hier, wir haben beide keine Familie in England gehabt. Und deswegen, warum so viel Geld ausgeben jeden Monat, nur um in England zu leben? Hier kriegst du viel mehr Qualität für dein Geld. Und ich denke mal, so für Kinder ist es auch besser, hier aufzuwachsen erstmal. Sicher auf jeden Fall, ja. Und ja, und mal gucken. Ich sage nicht, dass ich für immer hier bleibe, aber auf jeden Fall für die nächsten paar Jahre. Und mal gucken, wie und wo mich das Boxen noch hinbringt. Okay, sehr gut. Und hast du schon Pläne für die nächsten Kämpfe? Steht schon was in Aussicht? Hast du einen potenziellen Wunschgegner? Jetzt erstmal, ich habe seit Dezember 2019 nicht mehr geboxt. Jetzt erstmal wieder einen Boxkampf machen, so Ring Rust, so weg. Gerne hier bei Universum. 21. August? 21. August und dann mal gucken. Ich bin wieder dann bereit für große Titelkämpfe. Wie gesagt, ein Warm-up-Kampf wieder und dann wieder rein in gute, starke Gegner. Sehr gut, Freddy. Freddy, ich bedanke mich für deine Zeit und wir werden bestimmt nächsten Wochen, wenn du hier bist, nochmal ein Interview machen, um ein bisschen über deine Impressionen vom Gym und allgemein vom Sparring zu reden. Und ich bedanke mich für deine Zeit und hat Spaß gemacht. Ja, danke auch. Vielen Dank. Ja. Leute, abonniert den Channel. Boom.